Der erste Gang im Waschraum führt gemeinhin zum Seifenspender. Hier wird die Seife besonders reichlich gespendet. Wasser gibt's auch reichlich, nur nicht immer da, wo es laufen soll. Insgesamt eine vorbildliche Maßnahme, um die Mobilität im Alltagsleben zu fördern. Allerdings sollte man dabei nicht in Hektik verfallen, sondern immer wieder innehalten und auch die kleinen, unerwarteten Freuden des Lebens genießen. Zeichnet die Frau von heute aus. Sie bleibt auch in Extremsituationen gelassen und bewahrt einen kühlen Kopf. So bleibt ihr manche kalte Dusche erspart. Der sportliche Typ freut sich natürlich über jede Herausforderung. Insbesondere versteht er es, sich mental aufzubauen. Aber zu schnell ist auch nicht gut. Dies ist ein Ort, an dem große Schätze den Besitzer wechseln, in Form von kleinen bunten Papierstückchen, ein Briefmarken-Auktionshaus. Regelmäßig kommen hier Philatelisten zusammen, um die Marken ihrer Wahl zu ersteigern. Was in die Auktion kommt, lagert in Hunderten von Alben, wird akribisch geprüft und sorgfältig vorsortiert. Nehmen Sie hier Platz, bitte. Mhm, Sie sehen hier unsere Schätze. Ja. Sie sehen, es ist viel Arbeit und Sie werden diesen Schatz sortieren. Sie sehen, die Kollegin hat hier 2119 auf der linken Seite schon vorsortiert. Hier rechts von diesen ergänzen Sie auf 4000. Sie haben eine Stunde Zeit nur mit der Pinzette. Und Vorsicht, hier liegen wirklich Hunderttausende von Euros. Ja. Vorsichtig sein. Okay. Ne? Tempo, bitte, ja? Ja, kann ich die darüber dann legen? Sie müssen sie ja darüber legen. Alles hier okay. Rechts nach links ergänzen, 4000 und Start. Der neue Mitarbeiter lässt sich von der großen Verantwortung nicht einschüchtern und macht sich voller Elan ans Werk. Schon bald sitzt der komplizierte Arbeitsablauf wie jahrelang einstudiert. Auch kleinere Störungen von außen können ihn nicht aus dem Rhythmus bringen. Hallo, hallo. Ich soll hier die elektrischen Leitungen überprüfen. Anscheinend gibt es hier ein paar kurze. Oh, da müssen Sie mal gucken, davon weiß ich nichts. Okay. Das zeichnet den perfekten Mitarbeiter aus. Er konzentriert sich ganz auf seine Aufgabe und mischt sich in Dinge außerhalb seiner Zuständigkeit gar nicht erst ein. Dann aber entpuppt sich der Handwerker als Amateurphilatelist mit der Betonung auf Amateur. Jetzt muss ich nur vorher mal kurz schauen. Das ist ja wahnsinnig, wie viele das sind. Dürfen Sie nicht angreifen. Nein, nein, lassen Sie das mal liegen. Die sind ganz wertvoll. Also, ach so, ich muss noch mal ein bisschen schauen, weil ich mich auch dafür interessiere. Ist zwar schon eine Weile her. Ja schon, aber lassen Sie es lieber gehen.
Ja, ich fasse ja auch nicht an. Ich okay? Sag's ihm bloß. Nicht, dass ich Schwierigkeiten bekomme. Ja. Mann, Mann, Mann. Lassen Sie das liegen, ich sag's ihm. Ich bin ganz vorsichtig. Wissen Sie, was die wert ist? Ja, ja. Sie sagen, das ist alles wert hier. Was das für wert ist. Wieso annähernd? 1000 Euro, schätze ich mal so. Hören Sie auf, das bringt nichts. Sag ich gleich. Ich weiß, die Versicherung ist groß, aber. Ja. Das und vor allem, wenn man sich ein bisschen dafür interessiert. Ja, schon, aber. Gehen Sie lieber zur Post und kaufen Sie Sport. Das ist billiger. Ah, die sind ja nicht so langweilig. Das, sind ja langweilig gegenüber diesen. Das ist alles billiger. Die kleben ja noch richtig. Ja, ja. Wahr. Hören Sie auf. Und sie schmecken? Ja, gut. Machen Sie das weg. Wie klebt man hier? Nee, hören Sie auf. Hm. Machen Sie das. Ah, hier ist eine Pinzette, da kann ich mal ein bisschen stöbern. Nein, jetzt lassen Sie das gehen, machen Sie Ihre Arbeit weg. Ah, wissen Sie das? Lassen Sie das, machen Sie, gehen Sie ja, weg. Ja, ein bisschen es noch, ein bisschen ist, noch. Nein, nein. Überredet, ich muss nämlich meine Steckdose machen. Genau, Gott sei Dank. Sie haben es begriffen. Gott sei Dank. Aber es ist so eine Leidenschaft, die kriegt man nicht weg. Ja, das ist klar, das ist klar. Die Leidenschaft. Wird Zeit, dass Herr Linke eine weitere Annehmlichkeit seines Arbeitsplatzes kennenlernt, den Deckenventilator. Dann probieren wir den Stecker aus, oder was? Ich probiere jetzt einfach mal den Stecker durch. Ja, Linke? Götz, kommen Sie klar? Ja, alles okay. Ich probiere einfach mal durch, insgesamt? Oder? Okay. Wie bitte? Wie viel haben wir jetzt insgesamt? Ich habe den 2119 und dann und die 120 noch dazu. Es müsste eigentlich funktionieren, aber irgendwie klemmt es hier. Hier klemmt gar nichts. Hallo? Hallo? Ja? Wir mit der Pinkstack. Ja, natürlich. Ja, ja, ist ja so, ich kann ja meine Arbeit nicht richtig machen. Was können Sie nicht machen, Ihre Arbeit nicht richtig? Ja, genau. Das sollen Sie aber richtig machen. Ja, es ist mir schon klar, aber er hat ja seine Verlage angeschlossen und jetzt sind die ganzen Briefmarken hier unten. Ja, ich bin gleich da. Ja, ich komme hoch, ja? Ja, okay, gut, hab jetzt. Ja, irgendwas klemmt hier mit dieser Dose. Ja, ich kann aber hier die Arbeit. Das ist ja die dritte Ost. Da fliegen ja überall die Briefmarken rum. Mit dem Koffer rein und so. Mensch. Was ist denn im Koffer rein? Ja, ja, lassen Sie den Koffer aus. Das kannst du nicht machen. Ja, ja. Jetzt hören Sie auf. Die habe ich rausgelegt jetzt gerade. Wenig später hat der vorbildliche Herr Linke wieder Licht ins Dunkel des Briefmarkenwirrwarrs gebracht. Jedenfalls kurzzeitig. Entschuldigen Sie, hat hier jetzt das Licht geflackert? Nein, ich habe nichts gesehen. Nichts gesehen? Nee. Okay. Dann probier einen anderen Stecker. Ja. Der Elektriker geht die Sicherungen durch. Das Ergebnis? Läuft alles ganz wunderbar. Hören Sie auf! Hören Sie auf! Scheiße! Aufhören! Hören Sie auf! Leck mich doch im Arsch. Geh hin. Ja, aber was machen Sie denn hier? Warum geht denn das Ding an? Diesen Ventilator? Der ist angegangen. Haben Sie angemacht? Nein, der ist von alleine angegangen. Dafür, dass Sie so ehrlich waren. Nehmen Sie mal die Pinzette in die Hand. Da ist sie ja schon. Greifen Sie hier bitte mal rein, ziehen sich die Marke raus. Die kriegen Sie von mir für Ihre Briefmarkensammlung. Herzlich willkommen in der Fernsehsendung. Verstehen Sie Spaß. Arzttermine sind oft ein Ärgernis. Man wartet und wartet und dann erfährt man doch nichts Genaues. Diese Praxis geht neue Wege. In der Diagnostik, aber auch in der Eigenleistung der Patienten. Diagnose ist nicht gut. Ja. Aber Sie müssen sich anmelden vorher, glaube ich, noch hier an dem Knopf. Einfach drücken und dann. Ja, guten Tag, hier ist Dr. Kaiser. Wie kann ich Ihnen denn heute helfen? Ilse Norewerle. Frau Werle, ja, grüß Sie. Frau Werle, was kann ich denn für Sie tun? Ich bin gemeldet. Ja, im Moment bin ich im Nebenraum beschäftigt mit einer EKG-Messung. Nehmen Sie doch bitte schon mal Platz. Ja, danke. Danke. Ich rufe Sie dann auf. Ja, danke. Na, ich war vor einer Woche schon da. In Krank. Das ist aber ganz neu, die Praxis. Ja, der hat erst aufgemacht vor 14 Tagen. Vor 14 Tagen, ja. Herr Vogler, bitte ans Diagnosegerät. Sie sind der Nächste. Danke. Ja?
Herr Vogler, Sie kennen die Prozedur ja schon. Ich darf Sie jetzt einmal bitten, wieder zu husten. Ja. Und zu diesem Zweck legen Sie doch bitte Ihre Hände links und rechts, wie Sie es ja schon kennen, in die beiden Schalen. Aha. So. Und jetzt fangen Sie einfach mal ganz entspannt zu husten, bitte. Ja, noch einmal bitte. Ja, sehr schön, das hört sich ja schon viel besser an. Ne? So, dann geht's weiter in der Prozedur. Sie kennen es ja auch. Bitte den Oberkörper freimachen. Ich muss jetzt mal hier Kopf sehen. So. Was wollen Sie sehen? Ich muss Ihre Atmung überprüfen und den Puls überprüfen. Und zu dem Zweck bitte die Brust freimachen. Ah, ja. Freimachen, bitte. Mhm. So, ja, schön ruhig stehen bleiben. Und wieder gleichmäßig atmen, bitte ganz gleichmäßig und wieder ordentlich. Ist noch jemand außer Ihnen im Badezimmer? Ja, 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 hier ist eine Dame. Ah ja, bitten Sie doch die Dame mal, sie möchte Ihnen bitte mal auf die Schulter klopfen. Und gleichmäßig weiter atmen dabei. Die Dame nimmt bitte die beide Hände und etwas fester klopfen und kräftig jetzt herum. Ja, so jetzt bitte in den Beckenbereich gehen. Herr Vogler, bitte nicht lachen, bitte nicht lachen. Bitte nicht lachen, Herr Vogler, schön weiter atmen. Herr Vogler, etwas kräftiger. Noch etwas kräftiger. Ja, wunderbar, sehr schön, das reicht, danke schön. Ja, der zweite Patient macht die Kniebeugen bitte mit. Jawohl, sehr schön, den Rhythmus bitte gleichmäßig. So, und jetzt bitte die Hände von dem zweiten Patienten, der klopft in die Hüften und weiter klopfen. So, sehr schön. Jetzt bitte etwas tiefer auf den Po klopfen, bitte. Bitte. Sehr schön, sehr schön. Und jetzt bitte einen kräftigen Schlag des hinteren Herrn zwischen die Schulterblätter. Bitte ganz kräftig. Ja. Noch kräftiger, wir brauchen das für die Messung. Und noch kräftiger, bitte. Dankeschön, das war's. Das wunderbar, sehr, sehr schön. Wunderbar, danke, Herr Vogler. War ein bisschen anstrengend, aber ich denke, das hat sich gelohnt. Dankeschön. Aber es ist top modern anscheinend. Ich weiß ja nicht. Ja, dann wird der Arzt nicht mehr angesteckt. Ja. Das stimmt. Hallo, Herr Vogler. Ja, guten Tag. Guten Tag. Alles okay? Ja. Gut. Ich werde Ihnen jetzt einen Becher geben. Ja. Zwecks Urinprobe. Und es wäre lieb, wenn Sie mir den hinter der Wand auffüllen können und dem Doktor dann wieder in die Laborschleuse stellen. Mhm. Und das Ergebnis geben wir Ihnen dann durch, ja? Ja, okay. Mhm. Okay, vielen Dank. Danke. Urinprobe, endlich wieder was Normales. Bis auf die Wand natürlich. Ja, so, jetzt ist er wieder drin. Ja. Hier rein, oder? Jetzt guckt er das an. Vielleicht müssen Sie ja auch noch da. Ich kann dann schon rausgehen, gell? Also. Ich hab da keine Bedenken. Ehrlich? Ich bin schon 20 Jahre verheiratet. Ehrlich? Ja. Da ändert sich das, oder wie? Da ist das nicht so. Ja, Hauptsache, man wird gesund wieder. Herr Vogler? Ja? Der Arzt wird Ihnen dann das Rezept durchgeben, ja? Okay. Gibt das Rezept oder was? Okay. Na, hab ich's, glaube ich. Tschüss, viel tschüss, Spaß noch. Ebenfalls. Ja, tschüss. Tschüss. Der nächste Patient hat ganz offensichtlich ein Problem, für das der Hausarzt nicht zuständig ist. Guck mal, wie läuft denn das hier? Warum? Was muss ich machen? Hier am Melden. Was? Wo? Da, da stehe. Sitzt auf dem Laden hier. Sollt ihr da drücken oder was? Ja. Hallo? Dr. Kaiser, wer ist da bitte? Hier ist Kohlen Elvis. Wie Kohlen Elvis? Kohlen Elvis, kennst du mich nicht aus dem Fernsehen? Der Jongleur, die Handynummer, Mensch. Ich hab mein Handy verschluckt.
Hier eine Gala in der Nähe. Ich hab mein Handy verschluckt. Mach inne. Ein Handy verschluckt? Ja. Ja, trotzdem, ich habe jetzt eine sehr wichtige Patientin hier im Behandlungsraum. Ich muss Sie bitten, um einen Moment Platz zu nehmen, bitte. Okay. Danke. Mann. Hi, Kohl Elvis, wer bist du denn? Ich, Wirle. Wirle, Mann. Ja. Oh. Dein Handy verschluckt. Ich jongliere die kleinen Handys, wa? Aha. Die geilen kleinen Dinger, du, die kannst du nebenbei verspeisen. Ja, leck mich am Arsch. Einfach reingerutscht. So, und das ist, ich muss nach München weiter. Guck mal. Scheiße! Ey! Mein Manager. Was ist los mit dir? Wann bist du fertig? Ich verstehe dich nicht. Ilse! Wenn du fertig bist. Ilse, Quatsch, sag ihm, was läuft. Er ist beim Doktor. Ich kann doch gar nicht. Wie soll er denn das machen, wenn er seinen Bauch hat? In diesem Verstehen Sie Spaß-Klassiker sitzt Erfolgskomponist Ralf Siegel im Radiostudio, um über seine Arbeit zu plaudern. Mit Moderator Viktor Worms und einem Gast, der ihn ein bisschen unfriedlich stimmen wird. Und dazu braucht der Mensch Musik. Gast im Studio heute Ralf Siegel. Hallo. Ich habe viele Titel mir vorher angehört und bei manchen war ich auch erstaunt, dass sie wirklich von Ralf Siegel sind. Die kannte ich zwar, aber ich meine, was der Mann alles geschrieben hat, wie viel sind es insgesamt? Naja, es waren doch schon ziemlich viel so in 30 Jahren. Es sind eigentlich 1200 Titel gewesen, die auf Platte es gibt. Und na, wenn ich ehrlich bin, ich habe schon viel mehr geschrieben. Alle haben die Künstler auch nicht aufgenommen. Ich frage mich dann immer, wissen Sie noch von all den Titeln, die Sie da geschrieben haben? Würden Sie heute jeden Titel wiedererkennen und sagen, ja, der ist von mir? Naja, man ist sehr verbunden mit den Künstlern. Das sind auch Babys, die da entstehen mit Textdichter und allem zusammen. Ich glaube schon, also die meisten Titel, ich meine, wiedererkennen selbstverständlich. Die Melodien, die ich gemacht habe, die schreibt man doch über Tage und Nächte und manchmal dauert es auch Jahre sogar. Man hängt sehr dran und ich erkenne sie eigentlich schon. Also wir können Sie heute nicht überraschen? Glaube ich nicht, ne. Bei uns im Studio auch ein weiterer Erfolgskomponist, und zwar einer aus Italien, Franco Ferro. Er ist, ich will mal sagen, der Dieter Bohlen Italiens. Jeder Titel ein Riesenhit als Produzent, als Komponist, als Texter, jetzt auch als Sänger. Und er spricht Gott sei Dank Deutsch, denn er hat eine deutsche Mutter, einen italienischen Vater, lebt aber in Italien. Kennen Sie, Franco, kennen Sie den deutschen Schlager, deutsche Musik? Kennen Sie Titel von Ralf Siegel? Ja, einen davon kenne ich, ein bisschen vom Frieden und alles andere. Von deutschen Schlager halte ich sowieso nichts davon. Weil es typische Deutsch, ein bisschen von Friede, ein bisschen. Das ist einfach Larifari. Ich meine, wenn dann schon große Friede, viel Friede, aber nicht ein bisschen von Frieden, Entschuldigung. Ralf Siegel fragt sich gerade, warum die Alpen so verdammt niedrig sind. Franco Ferro, was sagen Sie denn als Erfolgskomponist aus Italien zum deutschen Schlager? Ja, ich weiß, ich habe es vor mir liegen, das ist einfach traurig. Bei uns in Italien geht es Bett, Amore, Balla, Balla. So ist das Leben. Fröhlichkeit, Fröhlichkeit. Ciao, ciao, bella, amore, bella, amore mio, che bella l'Italia. Das deutsche Schlager ist einfach tot. Der Tod, einfach so down. Die deutsche Sprache, die kommt nicht zu uns. Die deutsche Sprache, die kommt einfach nicht rüber. Es kommen nur die deutschen Urlauber rüber und die dürfen dort ihr Geld lassen. Aber ja, das ist so. Nun wollen wir auch mal einen Titel von Franco Ferro hören, und zwar ein Superhit aus Italien. Zurzeit wird er überall gespielt, in allen Hitparaden vertreten. Er heißt Balla Balla, da geht es ums Tanzen. Und Franco, vielleicht sollten Sie mal ganz schnell sagen, worum es in diesem Lied genau geht. Das ist ein Lied, aber das gibt alles her. So was kommt niemals ein Deutsch, so was zu schreiben. Es tut mir leid. Das ist alles so traurig. Bei uns gibt es tralala, ballare, dann alles möglich. Liebe, Bett, alles, Sonne, tutto abbiamo. Nein, ich finde das prima. Der Stolz der Italiener hat mich immer erfreut und ich finde das toll. Viva Italia, ja. Und das soll auch weiter so sein. Balla, balla. Das Melodie Balla Balla wird ein Komponist, ein deutscher Komponist, die wird niemals einfallen. Niemals. Niemals. Er kann nur in Italien sowas schreiben. Ralf, ich will nachher wissen, wie Sie das finden. Ja, ich muss es mal hören. Ich hab's noch nie gehört.
Der Refrain ist wahnsinnig gut. Ich träume davon, wenn ich der Refrain hier jedes Mal Gänsehaut. Er find's besser, oder? Das ist anders. Es gibt, ich sag's, find's nicht schlecht. Das ist der Refrain ist ein Traum. Dem würde... Der Refrain ist ein Freund. Die heutige italienische Musik ist für mich Elio Ramazzotti. Aber das ist nicht. Das ist aber in Deutsch. Tanzen, tanzen tun wir heute. Tanzen, tanzen, das wollen wir doch. Das ist... Liebe, Liebe, Liebelei, da 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 pom pom, da 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 da. Ja, ja. Wunderschön, Melodie, wunderschön. Ciao, besser als deutsche Musik? Nein, es ist anders und im Prinzip dasselbe. Es ist nur die Sprache. Die Chancen auf eine deutsch-italienische Verständigung sinken mit jedem Ton. Könnte die Nummer, von Ralf Siegel sein? Nein, eigentlich nicht, nein. Warum nicht? Was unterscheidet dich? Ich schreibe deutsche Lieder und er schreibt italienische Lieder. Das heißt, es ist schon eine Frage der Sprache. Sie ist zwar modern, es kann zwar ankommen, aber nicht mein Geschmack, absolut nicht. Nee. Tut mir leid. Tja, Musik ist eine eigene Geschichte, ne? Nein, Victor, das ist eine wunderhört, ist das, ne? Jetzt können wir die Rundfunksendung, die gar nie stattgefunden hat, können das wir jetzt hier nicht. Also, das sagt man, das darf doch nicht wahr sein. Breite deine Mäntel aus, weiter über unser Land. Wenn ich mal Sorgen hab und mir die Öffnung fällt. Zum Glück ist es beim Karaoke ja völlig unerheblich, ob die Songs aus deutscher oder italienischer Feder stammen. Da sind alle in Frieden vereint. Wir waren wie Geschwister in allen Jahren. Wir waren tausendmal berührt. Tausendmal ist dir nichts passiert. Tausend und eine Nacht. Und es hat zugemacht. Erinnerst du dich? Wir haben Piano gespielt. Piano gespielt. Oder uns in Fasching in den Büschen versteckt. Wenn die Arbeit getan und der Abendfrieden beginnt, schauen die Menschen hinauf, wo die Sierra im Abendrot brennt. Und sie denken daran, wie schnell ein Glück oft vergeht. Und das tausend Herzen erklingt es wie ein Gebet. Oh Sierra, Sierra Madre del Sur. Sierra, Sierra Madre. Die Buse, Buse, Baba. Nobody, nobody, nobody.